Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 31. Mai 2024. Und unser DAX hat sich bemüht, hier mal ein bisschen Brandherd zu löschen und Entspannungssignale zu senden. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, ja, über ziemlich viel, ne? Ich erinnere mich, das Video war ein bisschen länger geworden, obwohl ich wirklich am Anfang eigentlich ein kurzes Video machen möchte. Und diesmal machen wir aber auch ein kurzes Video, weil es mich ja auch dann selber behindert, wenn ich mir das dann im Nachhinein auch nochmal volle Breitseite so lange anhören muss. Da geht natürlich recht viel Zeit flöten und das ist, auch wenn es natürlich wichtig ist, aber es ist einfach viel Zeit und vielleicht auch in ein, zwei kürzeren Sätzen zusammengefasst möglich. Jetzt aber hier zum DAX. Wir haben uns intensiv jetzt darüber unterhalten mit der 360 und dass der nochmal runterkommen kann und so weiter und so fort. Wir haben hier über die Wellen geguckt. Wir haben hier zack, 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 wir haben gezählt und so weiter und so fort. Wir haben alles gemacht und ich habe gesagt, dass der auch gar nicht zwingend auf der 360 sein kann. Der kann auch auf einer 340 das Tief setzen. Der kann hier, wichtig ist, dass die Stundenkerze da steht und wenn er irgendwie da von 360, 385, 340 da nach oben zieht. Und ich denke mal, auch wenn ich es gesagt habe, kann man hier nicht sagen, dass das SKS hier erreicht wurde. Auch wenn man sich das Video nochmal anhört und ich das wirklich gesagt habe, 385, hat es ja keiner so richtig so handeln können da am Tief. Ne? Und das ist jetzt eine Situation, die wichtig ist für uns alle, weil was ist dadurch jetzt passiert, dass der da ein paar Punkte eher hochgedreht ist? Es sind viele von denen, die Short drin sind, wahrscheinlich noch gar nicht raus in den Take-Profit gekommen. Auf der anderen Seite sind die, die hier unten long drinne sind oder rein wollten, wahrscheinlich auch noch nicht drinne. Ja, sodass der DAX in dem Moment, wo er jetzt am Freitag hier drüber springen würde, über die 5,30, einen Druckpunkt auf die Leute ausübt. Warum einen Druckpunkt? Die Leute, die hier long wollten, haben Angst, was zu verpassen. Das heißt, sie springen zu abstrusesten Kursen hinterher. Die, die Short raus wollten, sehen plötzlich ihre ganzen Gewinne wieder wegfliegen, hauen auch alles rein. Und dann kann der hier wirklich relativ flott auch über eine 5,30 Richtung 600, 6,25 rennen. Und wahrscheinlich auch darüber hinaus in die 6,70, 700 rein. Das muss man jetzt auf dem Radar haben und diese Feinfühligkeit dafür aufbringen, dass man oberhalb von 5,30 dann im Zweifel sogar auf die 360 und von der SKS verzichtet und sagt, okay, das Ding ist abgearbeitet. Was kommt uns auf die letzten 20 Punkte an? Ja, wir wollten sehen, hier dreckige Auflösung, unten einmal anstechen, unter die Nackenlinie wieder hoch, irgendwie in die 800, 67 rein, von dort dann runter Richtung 360. Das sind ein paar Punkte, die da zusammengekommen sind. Das Muster ist an sich abgearbeitet. Die reine psychologische Abfolge, die hinter der SKS steht, insbesondere im DAX, ist fertig. Das Thema können wir abhaken. Das ist jetzt nur noch Formalität, ob das jetzt wirklich ganz genau auf den Punkt präzise wird oder ob er es dabei belässt und er kann es dabei belassen. Ja, das muss jetzt klar sein für die nächsten Tage. Das muss klar sein, die SKS kann so bereits als vollständig gewertet werden. Ja, Punkt. Das heißt, ich muss jetzt als Händler, Trader, wie auch immer ihr euch einordnet, muss ich jetzt aufmerksam sein, wenn der Markt anfängt, jetzt nach oben anzuschieben. Weil, wenn das Pattern abgearbeitet ist, das Korrekturmuster in einem Aufwärtstrend, und da sind wir wieder bei dem, was wir gestern besprochen haben, erinnert euch, ich habe hier so rote Striche reingemalt und so weiter und so fort, hinsichtlich Aufwärtsstrecke, 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 ihr erinnert euch, ja? Hier haben wir gemalt, da haben wir gemalt, da haben wir gemalt, dann haben wir hier im Kleinen hier gemalt, da gemalt, da gemalt, wenn nicht, guckt es euch nochmal an. Könnte der DAX halt wirklich sportlich auch hier oben, also weit über eine 19.000 noch drüber stoßen. Ja? Und das an so einer Stelle bringt natürlich Kaufdruck. Ja, und deswegen sollte man da einfach genauer hingucken. Nicht, dass man da plötzlich denkt, ach ja, das sieht alles so lahm aus, da über 5,30, da gehe ich doch mal short und pfumm, stehen da so 70 Punkte plötzlich nach oben drin, weil der eine Käufer oder Verkäufer ja plötzlich ein bisschen Stress gekriegt hat. Und nicht mehr wusste, ob er noch aus seiner Position rauskommt oder nicht und dann einfach pumm gemacht hat und dann ist das Ding da drinne. Und ihr habt eine schnelle Kerze gegen euch. Also ich würde ja dann eher über 5,30 auf Long tendieren. Natürlich kann nochmal abdrehen und so weiter und so fort. Alles klar. Aber das Risiko wäre jetzt hier tatsächlich da, dass den Käufern und Verkäufern die Felle wegschwimmen, weil sie unten das saubere Ziel bei der 360 nicht bekommen haben. Und selbst die, die die SKS nicht geguckt haben, sondern hier auf die letzten Tiefs gewartet haben, die sind da auch nicht drin.
Ja, also das kann sportlich werden, aber eben über 35. Solange der da drunter ist, was haben wir gestern gesagt? Wenn von hier grüne Stundenkerzen kommen, können die als erstes in die 500 rein, das haben wir ja gesehen, und in die 633. So, 500 haben wir gesehen, 500 ist wichtige Marke. Ja, dreht er sich jetzt hier um und kippt jetzt hier wieder runter und baut hier wieder Stress auf. Wartet mal, jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier das nicht. Also, wir haken erstmal ab. Positives Szenario ist über 5,30 relevant. Das ist nochmal wichtig. Das muss unterstrichen werden. Das ist das positive Szenario. Über 5,30 rechnen wir damit, dass Käufer, Verkäufer Stress bekommen können und dass das nach oben schieben kann. Sehen wir das? Sehen wir, dass der wirklich drückt, dass er wirklich schiebt, impulsive grüne Kerzen nach oben schiebt? Wäre das für uns ein Grund, Long zu suchen? Tut er sich hier nur so rumfummeln? Muss ich da jetzt noch nicht so überstürzen. Aber wenn ich sehe, da kommt Schubkraft rein nach oben, dann würde ich eher mitgeben, als dann dagegen stellen. Das ist das Wichtige. Unten hätte er das Zeug, weil er sich für eine 500 jetzt abgestoßen hat. Ist vielleicht besser, so der Übergang, ja. Ist es wichtig, oder kann er, weil er sich für eine 500 gut abgestoßen hat, hier auch nochmal auf neue Tiefs runter. Und das könnte dann eben zwischen 360 und 335 geparkt werden und würde dann auch schön ästhetisch mit der Tieffolge passen. Ja, dann hätten wir hier so drei schöne Tiefs nebeneinander stehen und das dann vielleicht sogar auf 340, 335, irgendwie so in dem Dreh rum, ja, 360 bis 335. Das würde sehr gut reinpassen. Und dann sollte der DAX aber von dort auch reagieren. Kommt er jetzt zum Beispiel mit einem Abwärtsgap rein, ich sag mal 420 oder so, dann macht ein Abwärtsgap, 420. Würde ich erwarten, dass es sich früh die ersten 2, 3 Stunden hier noch runterstellt, in irgendwie die 360, 335 reinhaut und von dort dann wieder hochdreht und das Gap zumacht und bestimmt sogar auch schon mal über die 530 guckt. Oder nur Gap zumacht, zur Seite macht und dann am Montag das Gap drüber stellt, um den Druck aufzubauen. Ja, das wäre die Erwartungshaltung, wenn der Freitag nach unten gapt und unten tief aufmacht, weil er wieder mit Abwärtsgap reinkommt. Und der Stress ausmacht. Der hat ja die letzte Zeit eher die Gaps nach unten gerichtet. Sollte er jetzt wieder einen Abwärtsgap machen und würde ich damit rechnen, dass wir noch die 360, 335 kriegen. Sollte er tiefer gehen, bleibt alles dabei, wie wir es gestern auch besprochen haben. 250, 200 ist dann nochmal wichtig. Und darunter dann die 18.080 bis 18.050. Ja, aber 250, 200, das ist schon erstmal eine ordentliche Knackpunktmarke hier. Der wird am Freitag wahrscheinlich gar nicht durchkommen. Ja, das ist die Erwartungshaltung. Für die negative Seite. Positive Seite vielleicht noch ergänzen. Sollten wir einen Aufwärtsgap bekommen über 5,30, über 5,40, würde das natürlich diesen Druckfaktor, den ich besprochen habe, auf Käufer- und Verkaufsseite noch erhöhen. Also kann es passieren, wenn wir einen Aufwärtsgap kriegen, dass er das vielleicht am Freitag sogar gar nicht zumacht. Kann passieren. Sollte man aufpassen. Okay, ich denke, damit sind wir, haben wir einen guten Überblick über die Situation. Das spiegelt sich auch im Tageschart. Ja, wir haben jetzt hier eine schöne grüne Tageskerze drin. Auch hier kann man sagen, es kann eine Umkehrformation sein, aber dann sollte er auch über die Kerze hinausarbeiten. Und deswegen wird es hier auch gut reinpassen, wenn man dann sagt, über 45, über 35 orientiert man sich eher long, wenn der Markt es auch hergibt, wenn man sieht, der puncht da schön rein. Und ansonsten, wenn er das jetzt umkippt, das Umkehrsignal, wäre sogar auch nach unten noch ein bisschen mehr Platz. Dann wäre hier so 200, 250, jetzt auch zusammen mit dem unteren Bollinger Band, durchaus ableitbar. Ja, also wird es schon fast eher noch sehen als die 300, 335. Das ist ein bisschen eine Timing-Frage, wann das Tief kommt, ja. Aber wird dann in dem Moment halt wichtig, ja. Gut, okay, dann würde ich es dabei sein lassen. Würde ich hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen morgen und dann hören wir uns morgen wieder. Ne, hören wir uns nicht morgen wieder, sondern am Sonntag fürs Video zum Montag. Bis dahin, tschüss.